Auf den Drachen. Fertig. Los geht's. Schnappt euch ein Stück Papier und dann legen wir los. Wir machen einen Drachen heute mit so Zickzackflügeln und einem offenen Mund, sodass er auch wirklich Feuer speien kann. Zuerst beginnen wir mit den diagonalen Knicken. Erst die eine und anschließend in die andere Richtung. Weiter geht es, dass wir eine auf die andere Papierseite legen und auch hier knicken. Diesen Schritt wiederholt ihr dann in der anderen Richtung ebenfalls. Anschließend legen wir das Papier zu einem Quadrat zusammen, sodass die Ecken nach innen schlüpfen. Nun nehmen wir eine der äußeren Ecken und legen sie parallel zu unserer Faltlinie. Passt alles, wird das Ganze abgeknickt. Wiederholt diesen Schritt auch auf der anderen Seite und nehmt anschließend das obere Eck und knickt es einmal nach unten um. So, jetzt wird das Ganze wieder entfaltet und ihr hebt das erste Blatt Papier an. Soweit, dass sich die Ecken nach innen stülpen und ihr schließlich eine längliche Raute habt. Nehmt anschließend euer Papier, dreht es um und wiederholt die Schritte. Habt ihr auch hier die Ecken nach innen gefaltet, werden sie wieder entfaltet und schließlich wird das erste Blatt so angehoben, dass ihr wieder eine Raute seht. Legt die innere Spitze eurer Raute nach rechts und faltet anschließend die äußeren Ecken auf einer Seite zur Mitte hin und knickt das Ganze. Wiederholt diesen Schritt ebenfalls auf der anderen Seite, sodass ihr ein kleines spitzes Dreieck habt. So, auf der Rückseite klappen wir die Raute wieder ein. Und anschließend klappen wir das, was wir gerade gefaltet haben, zusammen und unten ebenfalls. So, dann nehmt ihr eine der großen Ecken und klappt sie auf. Knickt das Ganze etwas mit dem Finger ab, dass es auch liegen bleibt und wiederholt diesen Schritt, sodass ihr schließlich beide Ecken umgeknickt habt nach hinten. Ganz zum Schluss darf nur noch ein spitzes Dreieck nach vorne schauen und fertig seid ihr. Nun nehmt ihr eine der großen Seiten und führt sie senkrecht an eure Faltlinie und stellt sie nach oben auf. Nun nehmt ihr die untere Spitze und führt sie nach oben und knickt auch hier das Ganze schön ab. Einmal umgedreht und auf der Rückseite wiederholt. Auch hier die Seite senkrecht aufgestellt. Orientiert euch ein bisschen auf dem Flügel, auf den ihr schon vorher umgeknickt habt und wiederholt anschließend die Faltung für unten. So, dann machen wir uns auch schon an den Hals und den Kopf unseres Drachens. Knickt einmal das Papier nach unten ein und anschließend stellt wieder ein Stück nach oben auf, denn das wird unser Hals und Kopf des Drachens. So, oben knicken wir noch ein kleines Stück um, denn das wird unser Drachenkopf.
So, und jetzt machen wir uns an den Schwanz. Sieht so langweilig spitz aus und deswegen versehen wir ihn mit zwei Knicken, die ihn leicht nach oben biegen. Und dafür einfach so leichte Einknicke machen. Erst einen und dann den zweiten. Und nun geht's an die Flügel. Zuerst klappt ihr das nach unten um und anschließend wieder nach oben zu der Kante, die wir gerade umgeknickt haben. Und sofort wieder nach unten, bis ihr schließlich einen Zickzack habt. Vorsichtig alles abknicken und fertig ist Nummer 1. Nun Nummer 2 nach unten abknicken. Und dann wie beim anderen im Zickzackmuster erst wieder nach oben und einmal nach unten den Flügel fertigstellen. So, und fertig ist der kleine Kerl. Probiert den Drachen doch einfach selber mal aus. Ist eine tolle Fantasyfigur und gerade mit den Zickzackflügeln etwas Besonderes. Viel Spaß beim Nachfalten. Tschüss!